Shalom zusammen und herzlich willkommen zum ersten Teil meiner neuen Serie Biblische Filmkritik. In dieser Serie werden wir uns in jedem Teil mit einem Film oder einer Serie beschäftigen, um deren okkulte Handlungen und Botschaften im Licht der Bibel zu betrachten. Den Film, den wir uns heute anschauen wollen, heißt Maze Runner und besteht insgesamt aus drei Teilen. Der erste Film kam 2014 in die Kinos und heißt Die Auserwählten im Labyrinth. Der zweite Teil heißt Die Auserwählten in der Brandwüste und der dritte Teil heißt Die Auserwählten in der Todeszone. Diese Trilogie geht auf die Bücher von James Dashnet zurück, der es mit Maze Runner in die Bestsellerlisten schaffte, da Maze Runner über 25 Millionen Mal verkauft wurde. Da ich keine Werbung für diesen Film machen möchte, werde ich die Handlung so kompakt wie möglich zusammenfassen, da besonders das Ende von Maze Runner die Agenda des Films deutlich macht. Im ersten Teil wachen einige Jugendliche, einschließlich des Hauptcharakters Thomas, in einem Labyrinth auf, aus dem es keinen Ausweg zu geben scheint. Darüber hinaus haben die Jugendliche auch ihr Gedächtnis verloren und können sich nicht mehr an ihre Vergangenheit und ihre eigenen Namen erinnern. Das Komplex, in dem sich die sogenannten Auserwählten befinden, wird als Lichtung bezeichnet, weswegen man die Auserwählten auch als Lichter bezeichnet. Es gibt viele verschiedene Aufgaben auf der Lichtung. Jeder Frischling bekommt die Möglichkeit, sich diese anzuschauen und dann einen davon auszuüben. Die Aufgaben sind unter anderem Baumeister und Läufer. Nun, der Begriff Baumeister wird vor allem von Freimaurern verwendet, die ebenfalls an einem Projekt arbeiten, nämlich am Bauprojekt des dritten Tempels. Die Läufer haben die Aufgabe, das Labyrinth zu durchforschen, um eventuell einen Ausgang zu finden. Doch in diesem Labyrinth befinden sich auch monsterartige Wesen, die als Grivier bezeichnet werden und über die Folgendes berichtet wird. Die Grivier sind Kreaturen, die im Labyrinth leben und fast nur nachts in Erscheinung treten. Die Grivier sind dunkle, riesige und teilweise maschinelle Kreaturen mit verschiedenen Waffen wie Stacheln, Scheren und Spießen. Sie können stechen und ihre Opfer so mit einem Virus infizieren, der sehr schmerzhaft ist und zum Tode führt, wenn kein heilendes Serum eingenommen werden kann. Diese Monster, dessen Stacheln jemanden mit einem Virus infizieren können, sind in diesem Film natürlich sozusagen auf der bösen Seite, was allein ihr Aussehen schon verdeutlichen soll. Doch diese Wesen erinnern auch sehr stark an Wesen, die Gott in der Drangsal auf die Menschen lässt, die nicht umkehren wollen von ihren bösen Taten. So heißt es in Offenbarung 9 ab Vers 3. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde, und es wurde ihnen Vollmacht gegeben, wie die Skorpione der Erde Vollmacht haben. Und es wurde ihnen gegeben, sie nicht zu töten, die Menschen, sondern sie sollten 5 Monate lang gequält werden. Und ihre Qual war die Qual wie von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Auch diese Wesen Gottes stechen also die unbußwilligen Menschen in der Drangsal, und da sich im Stachel eines Skorpions tödliches Gift befindet, werden die Menschen also von diesen Wesen Gottes gequält werden. Gegen dieses Gift dieser Wesen hilft auch kein Gegenmittel, sondern nur wahre Buße. Am Ende des ersten Teils von Maze Runner gelingt es einigen Auserwählten dank der Hilfe des Hauptcharakters Thomas, das Labyrinth durch eine Tür zu verlassen, die sie wiederum zu einem Labor führt. Thomas und die anderen Lichter finden heraus, dass die Organisation Angst die Lichter, also die Auserwählten, testet und mit ihnen alle möglichen Experimente macht. Dann entdecken sie eine Videobotschaft der Leiterin des Labors, die darin erklärt, dass das Überleben der Jugendlichen als Teil des Experiments wichtig geworden ist, um die Menschheit zu retten, nachdem die Erde von erhöhter Sonnenaktivität und einem neuartigen Virus heimgesucht und weitgehend zerstört worden ist. Nun, auch laut Bibel wird es in der Drangsal zu erhöhten Sonnenaktivitäten kommen, denn in Offenbarung 16 wurde ab Vers 8 folgendes prophezeit. Und der vierte Engel goss seine Schale aus auf die Sonne, und ihr wurde gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen. Und die Menschen wurden versengt von großer Hitze, und sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und sie taten nicht Buße, um ihm die Ehre zu geben. Auch hier sehen wir, dass die Sonne ebenfalls eine wichtige Rolle in der Drangsal spielen wird,
Doch anstatt dem Schöpfer von Himmel, Erde, Sonne, Mond, Mensch und Sternen die Ehre zu geben, werden viele Gott lästern und keine Buße tun. Nachdem die Auserwählten vom Zustand der Erde erfahren haben, werden sie von einem Helikopter abgeholt und an einen anscheinend sicheren Ort gebracht, wo der erste Teil endet und der zweite Teil anfängt. Der Name der Organisation, wo sich nun die Auserwählten befindet, heißt Angst auf Englisch Wicked und steht für World in Catastrophe, Killer Zone Experiment Department, zu Deutsch Abteilung Nachepidemische Grundlagenforschung, Sonderexperimente Todeszone. Ohne es zu wissen, befinden sich die Auserwählten in einem Wicked-Gebäude, wo ebenfalls Experimente stattfinden, um eine Art Adrenochrom herzustellen. So wurde am 5. Januar 2019 berichtet. Adrenochrom, ein Beispiel für eine solche Extraktion, zeigt die unterschwellige Szene in Maze Runner, in dem der Charakter Minho eine virtuelle falsche Realität implantiert wird und glaubt, von einem riesigen spinnenartigen Monster verfolgt zu werden. In dieser kurzen Szene wird sein Adrenalin als Heilmittel aus den Röhren genommen. Viele andere Filme gehen auf Adrenochrom ebenfalls unterschwellig in ihren Drehbüchern und Szenen ein. Und auch im Film Maze Runner ist dies der Fall, weswegen es kein Wunder ist, dass diese Organisation im Film als Wicked bzw. Angst bezeichnet wird, denn nur durch die Flüssigkeit, die durch die Angst der Immunen ausgegossen wird, kann ein Heilmittel gegen das Virus im Film gefunden werden, so glaubt man jedenfalls bei Wicked. Nachdem die Auserwählten schließlich erkennen, wo sie da gelandet sind, beginnt eine Flucht mit vielen Hindernissen, die uns direkt zum dritten und letzten Teil führen. Der Hauptcharakter Thomas entschließt sich, Minho aus dem Gefängnis bzw. der Gefangenschaft von Wicked zu befreien, doch dazu muss er in die sogenannte letzte Stadt. Als er dort angekommen ist, erwartet ihn eine hochmoderne, in Mauern eingebaute Stadt, wo sich die Menschen noch sicher fühlen, was man von den Menschen außerhalb dieser letzten Stadt nicht sagen kann, was mich sehr stark an das neue Jerusalem erinnert. So heißt es in Offenbarung 21, Abvers 10. Und er brachte mich, Johannes, im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. Und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichsten Edelstein, und sie hat eine große und hohe Mauer und 12 Tore. Doch während am Ende des dritten Teiles von Maze Runner Chaos in dieser letzten Stadt ausbricht, so wird dies im neuen Jerusalem niemals der Fall sein. Doch in dieser letzten Stadt treffen die Auserwählten, einschließlich Thomas, auf Teresa, die herausfindet, dass nur das Blut von Thomas den Virus stoppen kann, weswegen Thomas eben auch sozusagen der Held dieser Trilogie ist. So wird über dieses Schlüsselereignis Folgendes berichtet. Teresa macht im Laborbereich gleichzeitig eine entscheidende Entdeckung, weshalb sie mit einem benutzten Verband eine Blutprobe von Thomas einsteckte. Die Untersuchung des Blutes zeigt, dass Thomas' Antikörper inzwischen in der Lage sind, das Virus vollständig zu bekämpfen. Sie und Eva Page versuchen daraufhin, Thomas zu finden. Im Hauptquartier angekommen, trifft Thomas auf Dr. Page, die ihm versichert, dass die Experimente endgültig zu Ende seien, nämlich mit den Auserwählten, und lediglich er mitkommen müsse, um die Menschheit zu retten. Wie wird also das Virus besiegt und die Menschheit gerettet? Die Menschheit wird durch das Blut des auserwählten Helden Thomas gerettet, dessen Blut das Heilmittel für die Menschheit ist. Hier sehen wir ein Prinzip, das uns auch aus der Bibel sehr bekannt vorkommt, nämlich, dass die Menschheit durch das Blut von Jesus Christus gerettet wird. So heißt es in Römer 5, Vers 9, in Epheser 1, Vers 7 und in Kolosser 1, Vers 14. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden.
Doch dass Jesus und sein vergossenes Blut die Menschen retten und ihnen das ewige Leben geben kann, das ist natürlich in keinem Hollywood-Heldenfilm die Lösung des Problems, sondern eher das Problem selbst, weil die Filme die Menschen von Christus wegziehen, anstatt die Menschen zu Jesus zu führen, über den auch in Offenbarung 1, Vers 5 geschrieben steht: Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Am Ende des dritten Teils von Maze Runner werden die Auserwählten auf eine Insel gebracht, die auch als das Paradies bezeichnet wird. Doch als Christen wissen wir, dass es niemals ein Paradies ohne Jesus geben kann und wird, denn er hat sein Blut zu unserer Errettung vergossen und nur das ist der Weg ins Reich Gottes. Das war meine biblische Filmkritik zum Film Maze Runner. Ich bin der Endzeit-Reporter und die Wahrheit kommt ans Tageslicht, nämlich der Sohn des allmächtigen Gottes, Jesus Christus. Amen und Gottes Segen.